mysteriöse Geschichte wird noch so einiges zu klären sein. Zu unserem nächsten Thema. Gleich mehrere Fälle von Kohlenmonoxidvergiftungen hat es am Wochenende in Deutschland gegeben. In Kiel kamen 6 Menschen ins Krankenhaus. Der Feuerwehr zufolge war die Besatzung eines Rettungswagens durch einen Warnmelder auf den hohen Wert in einer Wohnung aufmerksam geworden. In Königswinter in Nordrhein-Westfalen erlitt eine 4-köpfige Familie eine Kohlenmonoxidvergiftung. Verantwortlich war wahrscheinlich ein Holzkohlegrill, der vor der geöffneten Wohnungstür stand. Und einen besonders dramatischen Fall gab es in Hessen.